Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich möchte euch heute wieder ein bisschen inspirieren. Ich fange jetzt an mit der Kategorie Hefte verschönern, also Back to School 2017. Ich werde für jede extra Idee ein Video drehen, einfach damit man halt weiß, wie ich das Ganze umgesetzt habe, wie ich, was ich verwendet habe und so weiter. So, ich zeige euch als erstes, was ich alles benötige. Hier drüben steht mein Schneider. Den kann ich euch unten in der Infobox verlinken. Den hole ich jetzt nicht ins Bild. Dann arbeite ich heute mit diesem Deko-Karton-Block. Den habe ich mir mal, ich glaube, im Aldi Nord gekauft. Und zwar sind da so schöne Sommermotive drin mit Flamingo und so. Ich dachte, das passt jetzt noch. Wir haben ja noch Sommer. Also eigentlich Sommer, ne? Wollen ja nicht rausgucken, wie das Wetter wirklich ist. Ihr benötigt das Heft, was ihr gestalten möchtet. Und es kommen auch immer wieder so Kommentare, ja, aber meine Schule erlaubt das nicht. Ja, es gibt viele Schulen, die das nicht erlauben, aber ihr könnt ja zu Hause, ne, euer Tagebuch so gestalten oder für euch euer Übungsheft oder so. Einfach nur Ideen, die ich euch zeigen möchte. Dann werde ich hier benutzen Sticker. Das sind Patch-Sticker vom Teddy für 1,50 Euro. Die gibt es derzeit. Und Teddy hat derzeit so viele coole Sticker. Also da könnt ihr ruhig mal vorbeischauen. Und ja, ist einfach im Moment Wahnsinn, was Teddy da bietet. So, dann habe ich mir dieses Washi-Tape hingelegt in Silber. Und das ist ziemlich dünn. Dann habe ich mir Rester geholt von meiner Folia-Challenge. Da habe ich nochmal so, ja, und dann habe ich halt Kleberoller, doppelseitiges Klebeband, dieses hohe und doppelseitig und nochmal der Rest hohe und nochmal so ein Schneidemesser. Und dann brauche ich eventuell noch, ich glaube nichts weiter. Wenn nicht, erfahrt ihr das ja dann im Video. So, es geht los. Ich starte mit dem Heraussuchen meines Papieres. Und in dieser Idee habe ich mir gedacht, ich nehme dieses coole hier. So, das ist richtig fester, stabiler Karton, also nicht so Papier. Von daher werde ich jetzt hier nichts weiter drunter kleben, einfach weil das blickdicht ist. Es gibt ja auch Papiere, wo man so durchs Papier so ein bisschen schauen kann. Also da würde ich dann nochmal so ein weißes Blatt draufkleben. Da das hier der Fall nicht ist, werde ich mir das jetzt so zurechtschneiden, dass das hier drauf passt. Und ja, werde ich beide Seiten machen. Ja, ich werde beide Seiten machen. Was ich aber auch machen werde, ich möchte so einen kleinen Hingucker haben. Und von daher werde ich jetzt mein Heft erstmal komplett mit diesem Washi-Tape bekleben. Das heißt, ich mache mein Washi-Tape hier einmal komplett herum. Ich klebe es hier über diese Kante, egal ob ich das nachher vielleicht so knicke oder nicht, das weiß ich noch nicht. Und hinten mache ich es genauso. Und damit starte ich jetzt als allererstes. So, das Heft ist einmal rundherum mit dem Rand verziert und ich habe hier übrigens das Washi-Tape vom Folia verwendet. Das war in so einem Viererpack. Das verlinke ich euch auch unten, wen das interessiert. Da gibt es auch ganz, ganz tolle Motive. Die sehen dann zum Beispiel so und so aus. Da werde ich dann auch noch mit basteln in der nächsten Zeit. So, jetzt brauche ich mein Papier und jetzt ist es so, dass ich wirklich haargenau schneiden muss. Weil ich möchte ja diesen silbernen Rand haben. Das heißt, ich messe mir ganz genau, ich gehe so ein kleines bisschen drüber, einfach damit das Blau nicht rausguckt. Also hier habe ich 14 breit und nach unten brauche ich 20. Ja, 14 mal 20. Ich teste, ob hinten das genauso ist. Nicht, dass ich da vielleicht ein bisschen falsch geklebt habe. 14, da muss ich vielleicht noch ein bisschen was wegnehmen. 14 und hier haben wir auch 20. Und das mache ich jetzt. Ihr könnt das jetzt natürlich auf eurer Schneidematte hier machen. Ich nehme dazu meinen Schneider. So, da habe ich ihn euch mal ins Bild gelegt. Ich bin mit dem wirklich super zufrieden. Ich habe hier magnetisch, dass ich das Papier festhalten kann. Ich habe hier nochmal, wie ihr sehen könnt, hier ist nochmal was, wenn ich das Messer runter mache, dass es nochmal hält. Und ich habe hier die ganzen gestrichelten Linien, dass ich ganz, ganz, ganz genau arbeiten kann. Und hier mache ich jetzt zum Beispiel, jetzt lege ich mir hier die 14 an. So, 14. Wenn es mir zu unsicher ist und ich denke, es verrutscht, dann mache ich mir hier halt
den Magneten hin, dann bin ich sicher, dann mache ich einen Cut. Ihr seht, zack, runter. Zack, da habe ich die 14. Und dann mache ich die 20, die lege ich hier an. Und da kann ich auch ganz kleine Millimeter bearbeiten und dann nochmal abschneiden, wenn ich da irgendwie was falsch habe. Also das ist super toll und der war auch gar nicht so teuer. Verlinke ich euch auch unten, wen das interessiert. So, jetzt habe ich das hier geschnitten. Jetzt gucke ich mal, ob das passt. So, jetzt benötige ich mein doppelseitiges Klebeband und das zurechtgeschnittene. Und jetzt mache ich das einfach hier drauf. Es wird auch immer sehr oft gefragt, wo es das zu kaufen gibt. Also es gibt es überall, doppelseitiges Klebeband eingeben oder wie wird noch dazu gesagt? Fehlt mir gerade der Begriff. Das habe ich jetzt aus dem Action. Wobei ich hier sagen muss, hier habe ich manchmal Probleme, das ordentlich abzuziehen. Aber es ist vollkommen okay. Das ist auch sehr günstig. Es gibt auch verschiedene Online-Shops, wo ja, größere Rollen zu kaufen sind. Falls ich was finde bei Amazon oder so, verlinke ich es euch unten. So, jetzt mache ich das so, dass ich das wirklich hier draufklebe. Und zwar richtig an die Kante ran. Aus dem Grund, dass das Papier sich nicht abwellern kann. Ich mache hier auch ordentliche Schnitte, einfach damit ich wirklich das ordentlich auf das Papier dann aufkleben kann. Hier mache ich das jetzt schon runter, weil ich das andere dann drüber klebe. So, das mache ich schon mal hier hin. Und hier klebe ich das nämlich jetzt so drüber. Und das mache ich jetzt auch wieder auf der Vorderseite und auf der Rückseite für das Heft. So, wenn es fertig ist, habe ich mir jetzt ein Stück Resterpapier genommen und zwar auch von Folia, so ein holographisches. Und hier werde ich mir jetzt sozusagen mein Heftschild gestalten. Entweder macht man es ganz schmal oder man macht es groß. Es kommt darauf an, wie ihr das dann beschriften wollt, ob ihr es überhaupt beschriften wollt oder ob es einfach nur als Hingucker zählen soll. Und ich schneide mir das jetzt zurecht, weil das ist ziemlich groß und auch schief. Und ich werde mir hier noch die Ecken abrunden. So, die Ecken runde ich mir mit diesem Alphabet Punchboard ab. Ich habe auch noch einen Eckenrunder, den finde ich aber derzeit nicht. Der hat sich irgendwo hier verschollen. Und hiermit kann man ja Buchstaben machen, kleine. Man hat hier aber auch diesen Eckenrunder. Von daher ist der dafür auch sehr gut geeignet. Nicht nur um Buchstaben abzurunden, sondern man kann da alles mit abrunden. So. Das wäre fertig. Jetzt gucke ich, ob das so passt. Ja, gefällt mir sehr gut. Und das werde ich jetzt aber nicht einfach mit doppelseitigem Klebeband drauf machen, sondern ich werde hier das Erhöhte nehmen, damit das Schild einfach ein bisschen höher auf dem, logischerweise, auf dem Papier ist. Und da gucke ich auch wieder, dass ich so fast an die Kante gehe. Damit das einfach, wenn das zum Beispiel in einen Schulrucksack reingesteckt wird, damit das Papier dann nicht irgendwie so umgeknickt wird. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Das sieht dann so aus. Dann ziehe ich das einfach ab. Also ich arbeite derzeit fast nicht mehr mit Kleber, also Flüssigkleber oder Prittstift, weil ich einfach dieses doppelseitige Klebeband so cool finde und schmiert nicht rum, klebt sofort. Ne? Man könnte es auch hier hin machen oder mittig. Aber ich möchte ja hier noch meinen Flamingo dann nehmen. Von daher setze ich mir das jetzt ja fast so normal, wie das halt bei Heften so ist, hier oben hin. Jetzt könnt ihr sehen, jetzt hat man nämlich hier so diese leichte Erhöhung. Das finde ich richtig toll. Allgemein finde ich das cool mit dem Papier. Sieht sehr genial aus. So, jetzt nehme ich hier meine Patch Sticker und die kann man ja eigentlich für Taschen nehmen. Also wer sich da die Schultasche oder ein T-Shirt oder so verschönern möchte, dafür sind die Sticker geeignet. Und jetzt hole ich mir meinen Flamingo hier raus. Die habe ich übrigens noch in... Mal gucken, was habe ich mir noch davon geholt. Da werde ich auch noch was mit basteln.
Hier Einhörner und hier mit Kakteen. Finde ich richtig toll. 1,50 ist jetzt nicht gerade so günstig für Sticker. Und für Teddy, muss man ja auch dazu sagen. Aber sie sind einfach toll. So. Oh, die fassen sich ja cool an. Die fassen sich ja cool an. Die zeige ich euch mal. Schaut mal, wie schön die aussehen. Die glänzen auch so ein bisschen. Cool, wie so Leder oder so. Echt cool. So, jetzt teste ich erst mal, wo ich den hinsetze. Setze ich den mir hier auf den Rand. Hier unten kommt es blöd. Hier so ein bisschen runter. Ne, ich werde den direkt hier so draufsetzen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und hier kann man jetzt dann zum Beispiel mit kleinen Stickern, zum Beispiel Mathe, Hausaufgabenheft oder so machen oder Übungsheft. Oder man nimmt sich ganz normal einen Stift, der hier drauf passt, ein schwarzer oder so. Oder einen Glitzerstift und malt, schreibt sich das drauf oder den Namen. Ich mache das jetzt nicht, einfach weil ich keine schöne Handschrift habe. Und ich weiß nicht, was mit dem Heft passiert. Das verschenke ich bestimmt irgendwie. Von daher kann derjenige, den ich das dann schenke, sich das dann draufschreiben. Genau, so machen wir das jetzt. Oh, die riechen wie wenn man in einen Schuhladen reinkommt. So kann ich das beschreiben. So nach Schuhladenleder irgendwie. So, und jetzt mache ich das hier hin. Und da kann der schön kleben. Na, das sieht aber toll aus. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Genau, hier drücke ich ein bisschen fest. Das kann ruhig hier festmachen, nicht, dass sich das umwellert, wo es nicht auf dem Papier ist. Das gefällt mir. So, meine Guten, das war die erste Idee mit Flamingo und Sommer und Hawaii, sage ich jetzt einfach mal. Zum Nachmachen, falls euch das gefallen hat, ich gebe euch hier oben mal so eine Abstimmung, da könnt ihr gerne mal abstimmen, ob euch das gefallen hat oder nicht. Oder ich werde hinschreiben, ob ich mehr davon zeigen soll oder nicht. Ich werde auf alle Fälle mit diesem Kartonblock jetzt noch weiter basteln, vielleicht Karten, vielleicht noch ein Heft. Mal schauen, was mir da so einfällt. Also ruhig die nächsten Tage wieder einschalten und nicht vergessen zu abonnieren, weil so, ja, erhaltet ihr immer eine Nachricht, sobald ich was online gestellt habe. Falls es euch zu viele Themen sind hier auf dem Kanal, guckt einfach oben in der Leiste bei den Playlists und abonniert einfach die Playlist-Liste, die euch interessiert, weil dann bekommt ihr da nur eine Info, wenn ich was da in die jeweilige Playlist reinlege. So, meine Guten, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Natürlich mit eigenen Papieren umsetzen und so weiter, wenn hier Flamingo und Rosa nicht so zusagt. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und dann bis bald. Eure Katrin.